echt geile Blätter mal bekommen. Ich bin schon tierisch gespannt, was die hier heute für Sprünge zeigen. Zum Beispiel einen dreifachen Lutz. Einen dreifachen Lutz? Mann, das klingt wie irgendwas zu essen. Dribbelwobber oder sowas. Aber nicht wie ein Sprung. Mann, Lenny, bleibt euch cool. Das wird echt geil, wenn die hier gleich synchron von dem Turm springen. Das wird der Hammer, Alter. Apropos Alter, wo ist denn eigentlich Werner? Mann, der verpasst doch noch die ganze Show. Ach, mach dir um den Couch keine Sorgen. Der wird schon hier irgendwo rumdudeln. Sicher wird irgendjemand wieder von seiner Zeit als fünften Beatle erzählen. Stimmt, irgendwas wird er machen, wa? Ey, geil, da stehen schon die ersten oben. Das sind die Russen. Ich hab gehört, die sollen ganz süß sein. Die machen wahrscheinlich wieder ihren berühmten dreifachen Auerbach. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Na gut, dann hol ich mal meinen Laserpointer raus und setz einen Punkt. Lenny, meinst du, das ist gut, wenn du mit dem Dingern hier auf den Sportler zielst? Ich meine, genau in die Augen vor allen Dingen. Ich hab gelesen, das soll absolut nicht gut sein. Ich glaube, wenn die Security das mitbekommt, dann ist der Tag für heute zumindest für uns beide total gelaufen. Kann sein, aber meinst du echt, die machen da gleich was? Na Lego, Alter, die kommen dann angestürmt und zack, wirst du inkassiert. Die denken am Ende, du hast irgendeinen Anschlag vor oder sowas. Stimmt, im Grunde habe ich das ja auch, aber auf eine andere Art und Weise. Was hast du gesagt? Ach, nix, Mord. Aber du hast schon recht. Alter, das ist keine gute Idee, mit dem Laserpointer hier rumzuspielen. Das sieht ja auch mehr aus wie eine Taschenlampe. So eine kleine. Die habe ich übrigens letztens auch Werner an den Kopf geknallt, so eine kleine Taschenlampe. Und warum? Ach, einfach so. Ey, der Werner war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Du weißt doch, wie das ist. Es gibt so Momente. Das stimmt, aber es gibt auch Momente, da frage ich mich, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Ich meine einfach nur so, dem Werner eine Taschenlampe an den Kopf zu knallen. Das klingt eigentlich ganz lustig. Ich glaube, langsam verstehe ich deine Logik. Ach, das finde ich echt geil. Mir macht's mehr Angst, aber egal. Ich halt meine Laserpointer. Ich will mal was zu trinken für uns holen. Mach das, ey, und bring mir bitte 3 für 9 mit. Mann, Moat, kannst du bitte mal in Deutsch reden und nicht immer in dieser seltsamen Sprache, die sich immer weiter in eine eigene Sprache entwickelt? Ach, na, ich will 3 Jägermeister 0,3 für 9 Euro holen, Mann. Sag das doch gleich, Alter. Oh Mann, der Moat verkalkt immer mehr. Dabei ist er doch erst 35. Ach, das kann was werden. Meine Güte. Kurze Zeit später. So, da bin ich wieder. Ist was passiert? Du, das gibt's nicht. Ich kann's nicht glauben. Hey, ich hab mich eben sogar gerade selber gebissen, aber ich... Du, was glaubst du nicht, Mann? Mann, red mal Deutsch, Moa. Naja, schau doch mal selber. Da oben. Auf dem 10-Meter-Turm. Werner, der torkelt da oben rum. Ach du Scheiße, der hat sich sicher verlaufen. Scheint so. Das Irre ist ja, dass der Mexikaner sich nicht beschwert. Vor allen Dingen, wo ist denn denn sein Springpartner? Ich verstehe das absolut nicht. Was sagst du da? Werner steht neben dem Mexikaner, nicht neben dem Deutschen. Red ich echt so undeutlich? Scheinbar schon. Also ja, Werner, steht da oben neben dem Mexikaner. Und er ist ja ein Deutscher. Die Deutschen, die kommen ja außerdem erst gleich. Und ist doch eigentlich auch egal. Was hat Werner da oben zu suchen? Der hat doch null Ahnung, wie er da runterspringt. Ja, da hast recht, ne? Das läuft absolut nicht nach Plan. Das kann nicht sein. Der Werner, der bekommt ja nichts auf die Reihe, der Blödi. Wie? Nach Plan? Ja, nach Sprungplan. Dürfte der gar nicht da oben sein. Hast du doch selber gesagt. Ja, wir müssen irgendwas machen, Alter. Los, wir schießen Werner mit den 3 Jägermeistern ab. Eventuell passt das ja und er klatscht vor dem runter. Wir sind irgendwie Gedankenverwandte, die dieselben Ideen hatten. Ich hab nämlich eben dasselbe gedacht. Ihr nimmt eine Flasche und dann schießen wir auf 3. Okay, 1, 2, 3. 2 Volltreffer, Mann. Aber der torkelt nur da rum. Mann, der ist total benommen. Oh, und der Mexikaner springt. Boah, guck mal, ey, der Werner, der fällt. Hammer, ich glaube, das wird der beste Sprung des Abends. Oh Gott, und die Idioten, die werten den Sprung noch. Irre. Mann, ey, das ist... Nee, das ist Silber. So geil, Mexiko bekommt durch Werner Silber. Ich glaub's ja nicht. Kannst du glauben, das steht oben am Plan. Hey, hammerhart. Ich glaub's nicht. Ey, Werner wird heute wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. Ich glaub, der kommt erst morgen wieder. Aber nur, wenn er die Nacht überlebt. Da hast du recht. Die Partys im olympischen Dorf sind echt tödlich. Ganz genau, besonders diese. Hey, da bin ich dabei. Da mache ich mit. Ey, Lenny, Hammer, dass du 3 gewonnen hast. Echt absolut Hammer. Ganz genau, ganz genau.